Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agentinnen und Agenten. Heute zum letzten Abschnitt, zum Abschnitt 5 des Technikers. Hier haben wir wieder 5 Ziele zu erfüllen. Und zwar als allererstes Captain Kira Nelson im Kapitolgebäude im Schwierigkeitsgrad normal oder höher töten, nachdem auf den Schwachpunkt ihres RPG-Rucksacks geschossen wurde. Dann haben wir Negativ Ramos, hier den Private Jeremiah Ramos im Lincoln Memorial in Schwierigkeitsgrad normal oder höher töten, sobald sein Rucksack-Schwachpunkt zerstört wurde. Danach haben wir 3 Kampfhunde der Black Tusk zerstören. Des Weiteren eine Grußgeste an unseren Drohnenstock, ja, was ganz was Witziges. Und als letztes eine Invasion abschließen, nämlich eine Stützpunktinvasion, und hier aufpassen, die im Schwierigkeitsgrad schwer oder höher. Beginnen wir mit dem allerleichtesten, zuerst mal den Gruß an den Drohnenstock. Hier einfach Drohnenstock raus tun, Emote grüßen, und wir haben schon mal die erste Aufgabe erledigt. Die nächste Aufgabe sind die Kampfhunde. Ich glaube, hier das muss man nicht separat erklären. Die Hunde kennt jeder, mich nerven sie tierisch. Hier 3 Stück erledigen. Kommen wir nun zu Kendor Nelson im Kapitol. Hier, dieser Gegner wartet uns am Dach. Hier, mein Tipp, macht zuerst mal die Gegner alle weg. Dann habt ihr nämlich eine Ruhe. Und hier ist es so, hier zuerst dann den Rucksack zerstören. Man bekommt es auch angezeigt. Und wenn das passiert ist, dann könnt ihr Captain Kendra Nelson erlösen. Ähnlich wie bei Kendra ist es mit Ramos. Hier gebe ich aber zu, hier war ich ein bisschen lucky. Und ich habe das dann auch im Nachhinein in meiner Aufnahme gesehen. Ich habe ihn schon am Anfang auf seinem Rucksack erwischt. Ich habe das ehrlich gesagt übersehen, dass ich ihn hier schon gestunt hatte. Habe ihn dann im Ende getötet und war überrascht, dass es geklappt hat. Und habe in der Aufnahme dann eben gesehen, dass ich den Rucksack schon vorher eben geschafft habe. Und als allerletzter die Stützpunkt-Invasion. Hier aufpassen, wie gesagt, das müsst ihr in schwer spielen oder höher, sonst klappt es nicht. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr den Techniker komplett freigeschalten. Ich hoffe, meine Guides haben euch geholfen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen. Weiter geht's beim Charles natürlich auch mit Division 2. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.